Bei uns auf der Therapiestation gibt es von der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Seite angeboten sogenannte Eltern-Kind-Psychotherapie-Einheiten. In diesen Einheiten können die Eltern sich mit ihren Kindern spieltherapeutisch begegnen. Oft gibt es große Schwierigkeiten vor dem Hintergrund einer eigenen schwierigen Biografie der Eltern, sich nicht spielerisch mit dem Kind beschäftigen zu können. Und gerade aber das Medium Spiel ist in der Entwicklung von Kindern, auch um das zum Etablieren von sozialen Fertigkeiten, Umgang mit Regeln, Umgang mit Grenzen, Umgang mit Gefühlen wie Wut und Ärger und Trauer, ein wichtiges Medium. Und hier können Eltern und Kinder miteinander lernen, sich zu begegnen, neu auszuprobieren, neue Fertigkeiten zu entwickeln und dies eben immer therapeutisch angeleitet.